Das 1906 erbaute Gutshaus in Berlitt wird seit einigen Jahren von Künstlern aus der ganzen Welt als Atelier genutzt. Zum Beispiel von dem Maler Fabio Araujo Funes aus El Salvador. Der ist gerade von einem Projekt in seiner Heimat nach Berlitt zurückgekehrt. Es gibt viele Orte, die schöner sind als dieser hier. Aber wichtig ist, dass wir die Orte und die Atmosphäre selbst machen und gestalten. Ich kann Sie fragen, Sie sind ja hier, wie gefällt Ihnen mein Atelier? Es könnte doch überall sein, in Paris oder in Rom, aber wir sind hier in Berlitt. Ortsvorsteher Harald Backhaus hatte die Idee, die Räume im Gutshaus bildenden Künstlern als Atelier anzubieten. Es kamen viele Künstler zur Besichtigung. Der erste, der wirklich blieb, war Fabio Araujo Funes. Und dann hat er was, wofür ich ihm wirklich dankbar bin, er hat Bilder an die Wand gehängt, im Flur. Die Bilder, die Sie vorhin auch schon gesehen haben. Und das hat für die folgenden Künstler einen völlig neuen Eindruck gemacht. Die sind nicht mehr in so ein altes DDR-Gutshaus reingelaufen. Die sind quasi in eine Galerie gekommen. Die sehen als erstes Bilder von einem Künstler, der das wirklich kann. Und dann ging es relativ schnell. Kommendes Wochenende probt im Berlitter Gutshaus ein Chor aus Berlin. Am Sonntag 15 Uhr gibt er dann ein Konzert. Ateliers und Kirche stehen ebenfalls offen. Berlitt liegt direkt am Pilgerweg von Berlin nach Bad Wilsnack. Vom Bahnhof Küritz aus kann man also gut nach Berlitt laufen.